Elisa Unger. Es geschah am zweiten Tag nach Einmarsch der Deutschen in das zwischen den Städten Lwów und Tarnopol gelegene Swoczów. Die deutschen Soldaten und ihre ukrainischen Schergen zerrten nahezu 3000 Juden aus ihren Häusern, Männer, Frauen und Kinder, und versammelten sie im Hof der Synagoge. 3 Tage lang blieben die Juden dort ohne Nahrung oder Wasser eingesperrt. Am Schabbat führte man sie zur Burg hinter der Stadt und setzte die Synagoge in Brand. Unter diesen Juden befand sich ein bekannter Weiser, der zu den Ältesten der Dschikower Chassidim zählte. Er hieß Rabbi Meir Apin. Nun marschierte Apin an der Spitze einer langen Reihe von in Gebetsschals gehüllten Juden, die zu dem Massengrab geführt wurden, das man in der Burg für sie vorbereitet hatte. Den ganzen Weg über sangen und schrien die Juden in höchster Lautstärke: Ranenu Tzadikim Bashem, freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Als sie das Grab erreichten, blieben die Männer wie versteinert stehen. Die Frauen und Kinder brachen in Weinen aus. Rabbi Meir begann, ihnen von der Heiligkeit des Märtyrertodes im alten Israel zu erzählen und von Gott, dem Rächer, der das Blut seiner Gläubigen sühnen werde. Die Wehrmachtssoldaten und die Ukrainer eröffneten das Feuer. Nur wenige konnten dieser Mordgrube entkommen. Sie hören nun das Lied Ranenu Tzadikim Bashem mit dem Lied Hitorerut Rachamim Rabim, das Erwachen einer großen Gnade, von Rabbi Yechiel Michael Swoczow, dem sogenannten Magid von Swoczow und Verfasser zahlreicher Melodien. Die bekannteste davon hatte die Swoczower Juden schon vor dem Krieg über Jahre hinweg begleitet. Einige ihrer Motive wurden auch in den zweiten Teil von Ernst Blochs Poem für eine Violine übernommen, das als Lied des Balschem Tov bekannt ist.